Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, und auch heute ist wieder 19 Uhr geworden und Sie haben sicher drauf gewartet, denn jetzt startet sie, unsere 10-Euro-Überraschungsshow. Alle Produkte, egal was sie noch vor wenigen Minuten gekostet haben, für Sie, für diese Sendung auf 10 Euro herunterreduziert sind. Und ich bin mir sicher, da sind wieder jede Menge Mega-Schnäppchen dabei. Carsten und ich wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir freuen uns jeden Tag drauf. Ja, in der Tat, denn es wird sehr, sehr abwechslungsreich werden, möchte ich wetten. Und natürlich bestellen Sie bei uns gebührenfrei unter 0800 51 51 und 3 mal die 4. Nur eine nicht. Und das ist unsere Moni. Die bleibt bei uns. Aber sie hat den ersten Artikel für Sie. Und noch eine goldene Regel. Eine goldene Regel sei noch genannt. Wenn Ihnen ein Artikel gefällt, dürfen Sie den auch bis zu 5-mal bestellen. Jeden einzelnen Artikel. Es sei denn, wir sagen etwas anderes. Und hier würde ich mal pauschal auf Multifunktionswerkzeug tippen. In der Tat. Oh, Vorsicht, das ist schwer. Wow. Ja gut, das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal in diesem Fall, weil wir reden von Edelstahl. Oh. Und wir reden jetzt von einem 27 in 1 Multitool, das heißt 27 Werkzeuge in einer kleinen Ausstattung in einer vernünftigen Qualität. Das Ganze natürlich geliefert in dieser praktischen und stabilen Nylontasche mit Gürtelclip, sodass man das Ganze also jederzeit mitführen kann. Und ich gucke gerade mal, was alles dabei ist. Also, oh ja. Da ist eine Zange mit drin, eine Spitzzange, ein Drahtschneider, ein kleines und ein großes Messer, ein gezahntes Messer, eine Säge, eine doppelseitige Feile, ein Dosen- und ein Flaschenöffner, drei integrierte Schraubendreher, also im Multitool selber, 11 Schraubendreher-Bits und ein Bit-Adapter, das ist schon mal Spitzenklasse. Mhm. Ja, wie oft braucht man mal so ein Bit, um mal eben kurz so eine Schraube festzudrehen? Und eine Bit-Halterung selbstverständlich auch noch. Ich habe nicht mitgezählt, aber das müssten jetzt insgesamt, glaube ich, 27 in 1 gewesen sein. Monika hat gerade die Bit-Halterung gesucht. Das ist ein Vierkantstift, der irgendwo drin sein müsste. Und da setzt man die Bits drauf. Aber ich habe jetzt mal die Zange in der Hand. Und ich kenne das ja auch von kleineren Multitools oder von Taschenmessern. Da ist ja auch eine Zange dran. Mit der Zange kannst du eigentlich nichts machen. Hier hast du den Hebel. Allein durch diese Größe und diese Stabilität. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen. Allein die Zange hat eigentlich die Originalgröße einer Beißzange oder eines Seitenschneiders. Ja, oder richtig. Kombizange, richtig. Sagt man auch dazu. Und somit würde ich sagen, das ist wie ein hochwertiges Werkzeug. Schon allein das hier begeistert mich. Die Qualität, die spürt man sofort, wenn man es in der Hand hat. Und Sie sehen, ich kann hier auch richtig greifen. Und da sehe ich mal den Seitenschneider. Damit kriege ich auch mal Draht durch. Mhm. Hast du mal mit so einem kleinen Taschenmesser, wenn da eine Zange dran ist, hast du mal versucht, mit dem irgendetwas zu schneiden? Habe ich, ja. Funktioniert fast unmöglich, meistens nicht. Fast unmöglich. Hier hast du eine hochwertige Kombizange. Und das ist nur der Anfang. Hier schön finde ich auch noch die Hülle, weil das ist eine Gürteltasche. Mhm. Die kann man also wirklich einfach an Gürtel machen. Man muss nicht irgendwo in der Hosentasche oder sonst wo tragen. Genau. Und kann es dann eben bei Bedarf rausholen. Und ich finde, für jeden, der Auto unterwegs ist, und da fallen mir einige ein, Angler, Radfahrer, Wanderer oder Camper, die sollten das dabei haben, weil damit, ich glaube, die kleine Reparaturen ruckzuck mal durchgeführt werden. So, und der Rolf aus Augsburg fasst das Ganze nur relativ sachlich und nüchtern, aber treffend zusammen. Ein Werkzeug für alles, kompakt, mobil einsetzbar, nützlich. Ja. Ja. Das trifft. So ist das. Liegt in der Hand, oder? Ein Adjektiv hat er vergessen. Liegt super günstig, in der Hand. Günstig. Jetzt vor allem. Also ist bei Pearl.de mit Sicherheit schon super günstig. Mit der aber Tasche. Noch günstiger als jetzt kann es nicht werden. 10 Euro. Und Sie dürfen bis zu 5-mal zugreifen. Das heißt, da darf man auch mal einen Kollegen damit verwöhnen oder beschenken. Mhm. Ich habe einige Veranstaltungstechniker bei mir im Bekanntenkreis. Und ich weiß, wenn die losgehen, die haben natürlich immer ihr großes Werkzeug dabei. Aber jeder Einzelne hat wirklich am Gürtel eine solche Tasche mit einem Multitool. Für die kleine, man sagt so, das kleine Hüngerchen zwischendurch, für die kleinen Reparaturen zwischendurch. Da muss ich nicht meinen Werkzeugkasten mitschleppen. Also ich finde es toll. Für 10 Euro unbedingt zugreifen. Auch der Ingolf ist voll des Lobes. Kaufempfehlung schreibt er uns. Einfach in der Handhabung, sehr gute Qualität. Funktioniert einwandfrei. Tools sehr gut im Gebrauch. Sehr gute Zusammenstellung der Werkzeuge. Ich bin sehr zufrieden. Vielen Dank für so viel Lob von Kundenseite. Wenn Sie jetzt bestellen möchten, können Sie das tun. Gerne bis zu 5-mal pro Besteller, wenn Sie vielleicht auch mal einen Nachbarn glücklich machen möchten, mal mit einer Kleinigkeit. Ich glaube, für
schlanke 10 Euro ist das doch eher mal, würde ich mal ein schönes, nettes Mitbringsel. Aber auch Sie selbst werden es wahrscheinlich sehr gut gebrauchen können. Bestellnummer ist die NX9235 und die 569. NX9235 und die 569. Und wir haben gut angefangen und ungefähr so möchten wir gerne weitermachen. Also, jetzt haben wir Werkzeug gesehen. Werkzeug. Schauen wir mal, wo die Reise heute noch hingeht. Das kann ja aus allen Produktkategorien von Pearl sein. Dankeschön. Alles auf jeden Fall auf 10 Euro herunter reduziert. Und wir haben. Ich muss das auch machen. Oh, wahrscheinlich hat sie dich gemalt. Also da brauche ich jetzt überhaupt keinen Zettel eigentlich. Deine Botschaft hinterlassen. Meine Enkel sind begeistert. Oh, jetzt kannst was steht da lesen? Drauf. Oh, das ist aber lieb. Ich sage Ihnen erstmal, was es ist. Es ist eine mehrfarbige LCD-Schreibtafel in 10 Zoll Größe. Nein, nicht zeigen. Zeigst du es jetzt bitte? Da steht Ralf ist doof. Nee, steht nicht da. Dann hätte ich es ja bekommen. Ja, so. Finde ich aber sehr süß. Dankeschön. Hast du das mit meinen Fingernägeln gemacht? Mit deinen Fingernägeln hast du das gemacht? Könnt ihr das lesen? Du bist hübsch. Ja. Oh. Ja. Sehen Sie das, wie die Nase wächst von Monika? So, wow, die wird immer länger. Ja, Pinocchio. Nein, aber meine Enkel, kann ich sagen, also ich habe 4 Enkel und die lieben alle 4 diese Schreibtafel. Da wird gekritzelt, da wird geschrieben. Die Älteste ist jetzt 11, die schreibt schon richtig und malt schon richtig. Der Jüngste ist 4, der kritzelt und freut sich, dass er dann gleich wieder löschen kann und wieder neu anfangen kann mit Kritzeln. Ja, obwohl da jetzt auch schon die ersten Figuren zu sehen sind. Und es ist so einfach zu verwenden wie Papier und Sie sehen, das ist fesselnd. Gucken Sie mal, was die zwei machen. Seit sie es in der Hand haben, jetzt malen sie oder schreiben, verschreiben sich heimliche Botschaften. Das kann man natürlich auch als Erwachsener, als To-Do-Liste, als Einkaufsliste oder auch nur als Notizblock neben das Telefon lesen. So, Carsten, dürfen wir das jetzt auch? Oh, danke schön, so, hat er geschrieben. Das ist Ralf. Das ist nett. Hast du Ralf gezeichnet? Okay. Ja. Ich habe Segelohren. Die Uhr noch. Ich habe Segelohren, stelle ich gerade fest. Okay, aber Sie werden das lieben und Ihre Kinder oder Enkel auch, gerade im Restaurant. Ja, wenn du mit Kindern essen gehst, ist ja eigentlich macht eine Folter. Spaß. Weil nach 5 Minuten sind Kinder fertig mit ihren Nudeln mit Soße und dann mir ist langweilig. Jetzt legst du ihnen so ein Pad auf den Tisch, dann sind sie beschäftigt mit dem Malen. Du malst gerade Monika? Das ist eher ein Selbstporträt. Ja, stimmt. Ich frage nicht von wem. An der Frisur habe ich es erkannt. Sie sicher auch. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer für diese 10 Zoll große, bunte LCD-Schreibtafel. Es ist die NC7488. Und hier Hermann schreibt zur Notizen und Telefonnummern beim Telefonieren. Maria schreibt für Kolleginnen mit Kindern bestellt. Ein prima Geschenk. Die malen doch so gerne. Und die Ute schreibt, ist eine gute Sache für Kinder, wenn man Auto fährt. Die haben dann Spaß damit. Ich glaube, Sie haben gerade gesehen, man hat in jeder Altersklasse Spaß damit. Und man fängt sofort an. Das ist so ein Automatismus. Und vor allem, also meiner Meinung nach, ist das auch umweltfreundlich, oder? Absolut. Absolut. Und es macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Also man sagt hier immer so für Kinder, aber definitiv auch etwas für die Erwachsenen. Entschuldigung, jetzt habe ich mich ein bisschen vermalt. Schade, jetzt haben Sie das nicht gesehen. Die zwei haben nicht mehr aufgehört mit dem Malen. Jetzt mussten sie von der Bühne gejagt werden. Ja? Ich bin gespannt, was wir da nachher vom Kunstwerk noch sehen. Auch das sind so Geschichten. Macht richtig Spaß. Ja? Ihnen hoffentlich auch. Ja, buzzern wir mal. Tack, 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 tack. Schön. Sehr schöne Show heute. Schöner Artikel. Aber dein künstlerisches Talent war gerade sehr klar zu erkennen. Ja, ich bin da. Große Karriere. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir hier haben. Pass auf. Das ist eine digitale Löffelwaage. Aber mit mehreren Aufsätzen. Ich gebe zu, in dieser Größe habe ich es auch noch nicht gesehen. Aber es sind in der Tat 3 verschiedene Aufsätze. Gib's noch mal weiter. Mit LCD-Display übrigens. Und wir sind hier bis 500 Gramm Gesamtgewicht unterwegs. Und auf 0,1 Gramm genau, darum geht es. Ist aber so eine Küchenwaage oder sowas. Wenn die jetzt mal 200 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker und 500 Gramm Butter oder sowas abwiegen möchtest für einen Kuchen, nimmst du in der Regel so eine klassische Küchenwaage. Wenn du jetzt aber mal kleinere Mengen abwiegen möchtest von einem Gewürz, haben wir 20 Gramm Gewürz, das ist ja, ich sag mal, mit so einer klassischen Küchenwaage kaum zu schultern, da kannst du so eine Löffelwaage hervorragend benutzen. Bis wie viel Gramm wiegt die denn? Bis 500 Gramm, also bis ein halbes Kilo kannst du machen. Also Sie sehen das hier. Jetzt habe ich einen von 3 Aufsätzen. Ich habe alle 3 mal dahin, also wirklich für große Portionen. Ich weiß auch von Teetrinkern, dass die Löffelwaagen benutzen, weil Teetrinker, wirkliche Teetrinker, die nehmen ja keine Teebeutel, sondern offenen Tee. Und es ist oftmals schwierig, 12, 14, 15 Gramm abzumessen. Ja, ja. Weil Tee, ich weiß nicht, Tee hat man immer in der Hand, das wiegt nie was. Mhm. Könnte ich nicht, aber hiermit kann man es eben. Und Sie sehen hier eine große LCD-Anzeige und
natürlich, für 500 Gramm bräuchte ich jetzt ein größeres Gefäß. Aber ich könnte mir auch vorstellen, damit, dass man damit auch mal, ja, weil das so genau ist, sogar Gold abwiegen könnte. Das steht oder? Hier auch. Also Gewürze, ja? Kräuter, Pulver, Gold und vieles mehr. Direktes Abwiegen aus der Packung dank dem Löffelkopf. Und dadurch, dass wir drei verschiedene Aufsätze haben. Mhm. Ja. Also haben wir mal richtig, richtig cool. Die Löffelwaage kann echt kleinste Grammmengen abwiegen, weiß die Nina aus Röbel zu schätzen. Brauche ich, um Zimt und Backpulver abzuwiegen, denn meine normale Küchenwaage reagiert auf kleine Grammeinheiten nicht. Super Teil, wird öfters zum Einsatz kommen, kann ich echt jedem empfehlen. Sehr schön, vielen Dank. Sogar und die Zuwiegefunktion, Tara-Funktion, ne? Aber auch habe ich gerade entdeckt. Und drei Knöpfe, da steht Hold, also Speichern, den Modus, was man wiegen will, in welcher Einheit. Und dann auch noch die Tara-Funktion. Also ich glaube, vielfältig einsetzbar, gerade wenn es eben um so kleine Maßeinheiten geht. Wir haben ja fast alle eine Haushaltswaage zu Hause. Ja. Aber da bist du eben nicht aufs Gramm genau, sondern oftmals auf 5 oder auf 7, 8 Gramm. Ja. So Pi mal Daumen fast schon. Ja. Wenn du aber genau diese Menge brauchst, bist du mit so einer Löffelwaage ganz vorne dabei. Ja. Bestell dir mal die NX6157 und die 569. Ein NX6157 und die 569. Bis zu 5-mal bestellbar, sage ich bewusst, denn das ist bei dem nächsten Artikel nicht so. Wir wissen, dass wir gerne bis zu 5-mal, Dankeschön, bis zu 5-mal pro Besteller rausgeben, aber beim Preisalarm dürfen wir es maximal einmal machen. Aber wir haben eine Ausnahme von der Ausnahme, höre ich gerade. Heute sogar 2. Muss man auch. Schau mal rein, es wird dir gefallen. Ja, finde ich wunderschön. Oh ja, oh. Oh, jetzt pass auf. Ja. Guck mal hier. Wow. Ein Engelsfigürchen. Ja, stimmt, das stimmt, das stimmt wirklich. Ja, so. Und zwar haben wir eine Gartendekoration der träumende Engel, aber der hat noch eine Besonderheit. Der ist beleuchtet und zwar wird der per Solar gespeist. Und mit Dämmerungssensor. Und Sie sehen, in der Kugel ist praktisch so ein kleiner Kristall. Ja? Oh, wie schön. Und das sieht einfach schön aus. Also spontan könnte ich mir jetzt auch vorstellen, das als Grabdekoration. Wenn jemand einen lieben Menschen verloren hat, da schaut man auch immer, dass das Grab schön aussieht. Ich glaube, auch da macht das eine gute Figur. Ist übrigens aus Polyresin, also wirklich hier unwettertauglich. Das ist also absolut wetterbeständig und dementsprechend wirklich auch eine schöne Deko oder eine schöne Grabdekoration. Ja, es ist romantisch verspielt. Ein träumender Engel. Ja, richtig, richtig. Ein sehr schönes Motiv. Ich finde ein sehr symbolträchtiges Motiv. In einer sehr schönen Farbe. Ich finde in einer sehr schönen Größe. Und das jetzt hier auch noch mit diesen, ich sag mal, mit diesen verzierten Ornamenten, die ich sehr schön finde. Und diesem schönen Standfuß. Eine sehr, sehr schöne Variante. Vielleicht auch mal in Gedenken an einen Menschen, der nicht mehr da ist. Vielleicht auch mal im Garten platziert. Wobei das noch nicht mehr unbedingt sein muss. Ich finde dieses Motiv auch so ganz einfach als Dekoration. Schon mal sehr, sehr schön, vielleicht hier und da, sehr schön in Szene gesetzt, mal so ein bisschen versteckt. Eine schöne Variante. Also hier steht sogar auf dem Zettel ideal auch als dezente Grableuchte. Viele kaufen ja solche Kerzen aufs Grab und irgendwann sind die aus. Hier, das leuchtet jeden Abend durch den Dämmerungssensor und tagsüber lädt es sich wieder auf und hat dann auch, wenn ein richtig sonniger Tag war, Akkuleistung von bis zu 10 Stunden. Guck mal, jetzt sehen wir in einem Bild 2 Engel. Mhm. Oh, ja. Sie wissen, was ich meine. Aber es ist ein Preisalarm, aber wir haben eine Ausnahme, jetzt, dass wir hier 2 Stück pro Besteller zulassen dürfen. Wow. Wir schauen mal kurz auf pearl.de, was dieser träumende Engel kostet. Ja, knapp 20 da als Preishit, also schon sehr, sehr günstig zu haben. Wobei ich glaube, dass der Preis bei so einem Engel eher eine untergeordnete Rolle spielt. Unabhängig davon haben wir natürlich jetzt in der 10-Euro-Überraschungsshow den Preis mal eben lockerflockig halbiert. Ich komme aus einer Steinmetzfamilie. Mhm. Ja, mein Uropa hat das Unternehmen Ruhland Grabsteine gegründet. Mein Opa hat es übernommen, mein Onkel hat es weitergeführt. Und ich kann mich daran erinnern, dass logischerweise standen da auch Grabsteine auf dem Hof. Aber solche Verzierungen hat mein Onkel, und da hat er wirklich ein sehr, sehr großes Talent für, aus Marmorstücken und so weiter gemacht. Oh, unbezahlbar. Unbezahlbar, ja. Ja. Ja, also war ein richtiger Künstler, muss man zugeben. Mittlerweile, oh Gott, deutlich über 80, also schon lange, lange im Ruhestand. Aber ich weiß noch, dass ich mal als Kind sehr, sehr gerne in der Werkstatt unterwegs war, weil man da immer sehr, sehr schöne Objekte sehen konnte. Damals als Kind natürlich mit einem anderen Bezug, aber das hier
ist definitiv etwas, was ich mir für solche Situationen sehr gut vorstellen kann. Ja, und ich sage Ihnen noch die Bestellnummer, die NC6872. Und die 569, das ist unser Preisalarm. Trotzdem dürfen Sie zwei dieser Engel, dieser träumenden Engel mit Beleuchtung bestellen. Und ich finde, Engel haben sowieso eine sehr, sehr starke Symbolkraft, auch als Geschenk. Ja. Wenn ich jemandem so einen Schutzengel schenke, wünsche ich ihm damit automatisch wirklich alles Gute und alles Glück dieser Welt. Hat was Positives, finde ich. Absolut. Durch und durch positiv. Also auch eine tolle, tolle Geschenkidee für einen Freund, für eine Freundin, für den Nachbarn vielleicht, wo man weiß, der hat einen schönen Garten. Ja. Warum nicht? Ja. Lass uns weitermachen. Komm. Ja. So. Bin gespannt. Dankeschön, Monika. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Bitte, bitte, bitte. So, viele Neukunden heute wieder in der 10-Euro-Überraschungsshow. Herzlich willkommen in unserer kleinen Pöll-TV-Familie. Natürlich bestellen auch Sie gebührenfrei unter 0800 51 51 und dreimal die 4. Und wir wissen, dass es manchmal ein bisschen schnell und etwas kunterbunt durcheinander geht hier bei uns in der 10-Euro-Überraschungsshow. Deswegen bitte alle Artikel natürlich auch nochmal zum entspannten Nachlesen unter www.pöll.tv. Bitte schnell sein, bevor der Bestand vergriffen ist. Wir reden von einem analogen 9-Band Weltempfänger im Jackentaschenformat. Das ist mal ein knuffiges Kerlchen hier. Also ich habe mir das gerade angeschaut. Wir haben wirklich 9 verschiedene Bänder, also wo man auch wirklich alles abdecken kann. Ich weiß, Weltempfänger waren früher ein Riesen, also 70er, 80er Jahre waren das ein Riesenverkaufsschlager, waren auch sehr, sehr teuer. Warum ich das weiß, mein Vater hatte damals einen und das war sein Heiligtum. Mhm. Und wir Kinder, wenn er nicht da war, haben immer dran rumgespielt, weil du auch Sender von ganz Übersee oder ähnliches, auch asiatische Sender da empfangen konntest. natürlich hat unser Vater uns immer erwischt, nicht direkt erwischt, aber er hat es natürlich gesehen an der Skalierung. Da war jemand dran, dann gab es wieder Schimpfe, aber macht nichts, das macht auch heute noch Spaß. Also hier, es ist erstmal ein kleines handliches Coverradio, das man überall hin mitnehmen kann. Es ist batteriebetrieben, wenn ich das richtig sehe, Kopfhöreranschluss und Sie können Ihre Lieblingsradiosender hören. Aber wenn Sie mal Zeit haben, gehen Sie mal die verschiedenen Bänder durch und schauen Sie mal, was Sie alles empfangen. Da wird man unglaublich überrascht sein. Übrigens auch, wenn man im Ausland ist, jetzt stell dir mal vor, liegst in der Türkei, in Ägypten, in Tunesien, irgendwo am Strand, dann nimmst du das und irgendwo findest du auch die deutsche Welle oder ähnliches. Das heißt, du hast dann selbst in Nordafrika oder in Asien, wenn du in der Türkei bist, hast du deutsche Sender und kannst deutsche Musik hören am Strand. Oder also Wettervorhersage. 12 Grad und Regen, während du bei 40 Grad in der Sonne brätst. Guter Plan. Habe ich im Mai übrigens vor, das zu hören. Ja, ja. Da werden es 35 Grad. Ich auch lieber so als andersrum. Ja, und ich weiß nicht, was wir für eine Temperatur haben. Aber ich finde es toll. So ein Radio für 10 Euro, Wahnsinn. Ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hier mit der PX1993 und der 569. Klein, kompakt, überall zu nutzen. Zu einem sehr guten Preis weiß der Nick aus Gelsenkirchen zu schätzen. Und auch als Arbeitsplatzradio prima zu gebrauchen. Klein und handlich, viele Wellenlängen, eigentlich das Prepper-Radio mit Taschenformat. Ja, genau so ist es. Der Hubertus aus Furtwangen schreibt uns das. Nochmal für Sie die Bestellnummer, gerne bis zu 5-mal bestellbar. Mit der PX1993 und der 569. Vielleicht doch mal für den nächsten Besuch im Freibad am Baggersee oder eben für die Liege im Urlaub mit einem leichten Blinzeln in die Sonne bei schönen internationalen Musikklängen. Warum nicht? Wegen mir gerne. Also Radio für 10 Euro, klasse, in dem Taschenformat. Wirklich toll. Weil kannst du nichts also mehr sagen, für mich, für mich ist ja auch Radio immer noch das glaubhafteste Medium. Ja. Ich glaube, niemand vertraut man mehr, also keiner Presse, kein Fernsehen. Ja. Aber im Radio, da ist noch ein gewisses Vertrauen da. Machst du jetzt den Krach? Mach du mal auf, bitte. Da macht irgendwas, macht Geräusche. Da war ein Brummen. Ja, hättest aber keine Angst haben müssen. Ach so. Bitte schön. Ich dachte, was kommt denn da ich jetzt? Ich bin mutig. Was passiert denn da jetzt? Ja, du weißt ja, was drin ist. Natürlich. So, jetzt müssen wir mal schauen. Es ist eine automatische Akku-Gewürzmühle mit Keramikmalwerk und USB-Ladefunktion. Jetzt muss ich schauen, wo ist hier die Automatik? Ist da eine Schwenkautomatik drin? Nee, oder? Hier so mit Knöpfchen. Also ist das eine Automatik? Ja, irgendwie muss es automatisch gehen. Warte mal. Ah, einfach nur umkippen. Tatsächlich. Und dann eben auch nur begrenzt. Das heißt, also wirklich, du kannst, oh, das ist ja auch cool. Schau mal hier. Also die hören auf nach einer Portion, was also einer Prise. Ja? Wenn du mehr willst, kannst du noch mal nach, aber du überwürzt nicht automatisch. Aha, jetzt doch. Jetzt bist du auf dem Knopf gewesen. Ich bin verliebt. Du bist verliebt, jetzt wird es salzig. Oh. Aber ich finde das schön. Aber es hört auf, wenn du es rumdrehst. Du musst kein Knöpfchen drücken. Ist das Salz? Ja, ist Salz. Mehr Salz. Mm, lecker. Ist gar nicht so schlecht. Was machst du jetzt eigentlich mit deiner linken Hand? Wo machst du das hin? Wir beobachten dich. Gucken Sie mal weg. Das ist mein
ein Move. Nein, aber ich finde, erstens mal sieht das richtig toll aus. Echt? Es ist akkubetrieben. Und nachwürzen ist ja absolut erlaubt, ja, weil jeder hat einen anderen Geschmack. Und der Benjamin aus Offenburg schreibt auch, tolles Produkt, bin äußerst zufrieden. Nach schlechter Erfahrung mit Pfeffermühlen mit Markennamen habe ich hier endlich ein Gerät ohne Fehler entdeckt. So, er war noch nie so würzig wie heute. Jetzt hätte ich die Suppe versalzen. Ja. Spätestens jetzt. Aber es ist ein schönes Teil. Diese konische Form finde ich großartig. Du stellst es natürlich so hin und wenn du es brauchst, drehst du es einfach nur rum. Jetzt habe ich ausweifend gesehen. Und dann kommt das entsprechende Gewürz ihrer Wahl auch ganz einfach raus. Ich sehe, dass man den Mahlgrad einstellen kann. Man sieht natürlich, wie viel Gewürz noch drin ist hier, dass man weiß, wann man nachfüllen muss. Also ein sehr schöner Artikel. Ja. Ja, und ich würde am besten gleich zwei bestellen. Eins für Salz, eins für Pfeffer, wäre der Klassiker. Ja. Ne? Kann man natürlich auch für Chili oder andere Gewürze nehmen. Aber hier steht ein schöner Satz und da trifft den Nagel auf den Kopf. Ihr Aroma wird am besten frisch gemahlen entfaltet. Genießen Sie leckere Speisen mit raffinierter Note. Und das gilt für Meersalz, Himalaya-Salz, Pfeffermischung oder Chili. Die Bestellnummer ist die NX8230. Und die 569. Und diese Automatik finde ich richtig toll. Also du musst nicht irgendwie schauen, wann du den Knopf drückst oder gar mit beiden Händen die Mühle bedienen oben. Gibt es ja auch. Sondern das schwenkst du und kommt raus. Und je nachdem, man sieht auch sofort, was drin ist. Auch ganz fein gemacht. Ja. Klasse. Fleur de Sal habe ich geschenkt bekommen. Sehr, sehr leckeres Salz. Ich bin Salzfan. Mhm. Aber da gibt es wirklich himmelweite Unterschiede. Jetzt würde mich noch interessieren, wo hast du jetzt das Salz hin? Ich habe nicht aufgepasst. Ich wollte aufpassen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo es hingeschmissen hat. Ich habe es mir über die linke Schulter geworfen. Das stimmt ja gar nicht. Monika, wo hat das hin? Judas. So. Also einer passt auf. Oh. So. Geldsparmaschine kommt jetzt. Eine Geldsparmaschine? Geldsparmaschine. Da bestelle ich mir gleich 5 Stück von. Ja. Okay. Nicht eine Gelddruckmaschine, aber eine Geldsparmaschine. Das ist ein Uhrenset, oder? Vor allem für euch. Ja, Uhrenreparaturset. Ja. Uhrenreparaturset. Und warum ich das sage, ich habe mittlerweile über 40 Uhren zu Hause. Boah. Und viele davon sind batteriebetrieben. Wie viele? Über 40 Armbanduhren. Ah ja, das ist ja natürlich. Ja, war mal ein Spiel von mir. Aber irgendwann kam ich auf die Idee, jetzt schaue ich mal, dass ich alle wieder gängig mache, weil die Batterien hier irgendwann leer sind. Ja. Und dann habe ich mal eine Uhr zum Schlüsseldienst gebracht, die machen das. Ja. 9,90 Euro. War sehr günstig. Für Batteriewechsel. Ein Batteriewechsel. Ja. Na, ich dachte jetzt, wenn ich das jetzt 40 Mal machen muss, und das war gerade die Zeit, als wir das erste Uhrmacherset, dieses, zum ersten Mal vorgestellt haben. Ja. Und jetzt mache ich das selber. Weil da ist alles mit drin. Mhm. Da ist noch mehr Armbänder, können Sie natürlich machen, ob Gliederarmbänder oder auch Leder- oder Silikonarmbänder. Das hier ist für geschraubte Deckel, wenn du die Batterie wechseln willst. Da gibt es auch Einsätze. Und damit kannst du wirklich jeden geschraubten Deckel, der aufs Gehäuse geschraubt ist, aufmachen. Wir haben auch ein kleines Messer für geklemmte Schrauben. Wir haben eine antistatische Pinzette ist mit drin. Ja. Ja, also wirklich alles, was man brauchen könnte, um eine Batterie selbst zu wechseln. Und jetzt schau mal auf den Preis, 10 Euro. Ich habe 9,90 Euro für eine einzige Batterie gebracht. Ja, du hast noch 39, die du wechseln musst. Ja, okay, die Knopfzelle. Das ist aber, da habe ich noch Zahlen kaufen müssen, klar. Aber das ist ein Centbetrag. Ja, die kosten ein paar Cent. Also ich sag mal, nach dem ersten eigenen Batteriewechsel hat sich das Ding refinanziert. Das macht einen ja auch stolz, finde ich. Ja. Ja, wenn man dieses Hobby hat, von mir aus, ja, wenn man so etwas sammelt, dann möchte man sich natürlich auch selber drum kümmern. Ich persönlich fand es großartig, wenn ihr Zündkerze am Auto wechseln konnte. Ja, Erfolgserlebnis. Ich muss da wirklich nochmal drauf zurückkommen, weil bei mir sind es 20 Uhren, die ich durch die Batterie wechseln lassen hätte müssen. Das hätte mich 200 Euro gekostet. Dafür gab es eine neue Uhr. Ja. So, also, wenn auch Sie ähnlich wie ich denken, dann bestellen Sie sich das nach Hause. Die Bestellnummer ist die NX6892 und die 569. Und Sie müssen kein Uhrmacher sein, um das dann selbstständig durchzuführen. Ob Armbandwechsel, ob Glieder, also ob Gliederarmband, Verlängerung oder Verkürzung oder eben der Batteriewechsel. Siehst du, das ist auch noch schön, der Gehäusehalter. Ja. Dann kommst du auch richtig ans Gehäuse dran. Ja. Ja. Also wirklich richtiges Profi-Werkzeug. Da wird der Boden ganz einfach abgehoben, da ist kein Kratzer dran, gar nichts. Das machen viele mit dem Messer zu Hause. Rutscht da einmal ab, hast das Messer im Finger stecken oder hast die Uhr verkratzt. Ja, genau. Ja, und das ist auch schade drum. Jetzt kannst du hier mal eine Reparatur selber durchführen, vielleicht mal einen Dichtungsring oder was austauschen, Batterie wechseln, all sowas jetzt eben. Und ich glaube, wenn es dann wieder läuft und entsprechend wieder dicht ist,
ist das Erfolgserlebnis ganz einfach da. Macht ja Spaß, sowas. Übrigens auch das Federstegbesteck. Wer mal versucht hat, ein Lederarmband, den Federsteg an Verbindung zum Gehäuse. Da wirst du wahnsinnig. Das versuchen viele mit den Fingernägeln und plötzlich haben sie den Federsteg unterm Fingernagel. Und rausmachen geht noch. Das ist noch einigermaßen machbar. Reinmachen, das ist eine Kunst. Da haben schon manche, ich glaube, sämtliche Flüche, die sie jemals in ihrem Leben gehört haben, haben sie da losgelassen. Also hiermit geht es spielerisch einfach, auch als Laie. Natürlich ist wie jedes Werkzeug, das musst du 2-3 Mal ausprobiert haben. Ja, klar. Aber da wird es zur Selbstverständlichkeit. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber ich glaube, das macht es deutlich einfacher jetzt hier, um mal so die nötigen, die entsprechenden Reparaturen zu machen. Und wir hören gerade, es ist sehr beliebt bei unseren Kunden hier. Gerade für 10 Euro. Ja, ist natürlich ein super Angebot. Übrigens, lieber Ulrich, vielen Dank für Ihren Einkauf hier bei Pearl TV und ganz viel Vergnügen mit Ihrem neuen Uhrmacher-Set. Machen Sie es dem Ulrich gleich und bestellen Sie, bevor unsere Bestände für 10 Euro vergriffen sind. Und ich bin mal gespannt, was da drin ist. Ein großer Karton. Ja. Weißt du, also ich darf meinen Enkeln nichts mehr kaufen. Wir haben heute 3 Produkte, die ich meinen Enkeln zum Normalpreis gekauft habe. Und jetzt kommen sie in der 10-Euro-Überraschungsshow. Das ist auch so ein Artikel, den wir hier haben. Und müsste sogar, also ist Akku betrieben. Das ist eine Mondleuchte. The moon is rising. Alle, hopp. Zack. Und wir haben auch noch einen Holzständer und eine Fernbedienung. Ja. Jetzt muss ich einfach mal... Den Holzfuß... Weil ich muss noch die Ständer zusammen anbauen. Guck mal, die sind mit drin. Ja. Oh, so. So, jetzt, Achtung. So. Guck mal hier. Guck mal, jetzt haben wir hier den Ständer noch dazu. Du musst dazu. Zärtlich sein zum Mond. Ja. Leichter Klaps. Aber Monika, ist kein Problem. Guck mal, falls jetzt da der Akku leer ist, guck mal, ich habe dir gleich eine Powerbank und das USB-Ladekabel mitgebracht. Und du kannst das eben per Touch bedienen oder auch mit der Fernbedienung. Jetzt muss ich mal schauen, welche Fernbedienung bei dir gültig ist. Gucken wir mal. Hopp. Ja, so. Warte mal. Ja. Jetzt. Passt, deins ist aus. Wie ist meins aus? Jetzt ist es wieder an. Ich spiele gerade mit Carsten. Guck mal, grün haben wir hier, dann haben wir Blautöne, dann können wir hier auch weiß, ja, jetzt sieht es wirklich aus wie der Mond. Wow. Wir können das sogar dimmen, wir können es als Nachtlicht benutzen. Oh, wenn ich das mit dem echten Mond machen würde, ich bin da so mondfühlig. Timer-Funktion haben wir auch drauf. Ich sehe Ihre Zukunft. Ich habe den Blutmond. Sie werden das jetzt gleich bestellen und zum Hörer greifen, ich sehe das. Guck mal, vor 7 Minuten war sie noch Engel, jetzt wird sie zur Hexe. Aber meine Enkel lieben die. Ich sag auch warum. Meine Enkelin, meine Große, die hat so ein Etagenbett. Ah ja. Ja, also oben unten drunter ihren Schreibtisch. Ja. Aber da oben ist nirgends ein Stromanschluss für eben eine Nachttischlampe. Und dann ist die natürlich perfekt. Ja. Ja. Also ich finde diese. Ein schönes Nachtlicht. Schauen wir mal kurz auf pearl.de. Was kostet? 23 Euro finde ich einen völlig akzeptablen Preis für so eine schöne Beleuchtung. Jetzt seht ihr, die ist schön groß, mit gut 15 cm im Durchmesser. Holzfuß ist dabei und kann eben hier die Farbe wechseln. Ist akkubetrieben, locker bis zu 6 Stunden oder auch jederzeit mit USB-Dauerstrom zu betreiben. So sieht das Ganze dann übrigens auch mit dem Holzfuß aus. Finde ich eine sehr, sehr schöne dekorative Beleuchtung. Ich könnte mich jetzt ehrlich gesagt für keine Farbe entscheiden, aber da ist natürlich auch ein Stück weit Geschmackssache. Die helle ist klasse, finde ich. Ich finde das Blutrot wunderschön. Das Blutrot, ja. Dieser Blutmond. Oder, und da ist man ganz überrascht, schauen Sie mal diese Oberfläche an. Die sieht wirklich aus, wie wir den Mond kennen. Ja. Also das ist perfekt. Holen Sie sich das für 10 Euro. Günstiger kann es nicht mehr werden. Ladekabel ist dabei, der Holzfuß ist dabei. Da ist ein ausreichend langer Akku dabei. Das ist auch als Nachtlicht bei Kindern verwendet. Und es ist wirklich, hat auch auf Erwachsene so ein bisschen eine magische Wirkung. Der Mond, ich finde, der Mond ist so der faszinierendste Erdtrabant. Wir haben nur einen. Aber es ist der schönste, ja. Es ist de facto der schönste. Der einzige, den man so gut erkennen kann. Du bist die schönste Mutter, die ich habe. Ja. Nee, sehr schönes Teil. Liebe Zuschauer, das war die 10-Euro-Überraschungsshow für den heutigen Tag hier bei Pearl TV. Vielen Dank für Ihren Einkauf und ich hoffe, dass was für Sie dabei war. Und jetzt bleiben Sie einfach bitte bei uns, denn direkt im Anschluss geht's weiter im Programm.